Ich habe euch schon vor einiger Zeit mal was über Steigeisen erklärt und trotzdem kommt eine Frage immer und immer wieder auf. Ich gehe diese und jene Touren, sind also diese und jene Steigeisen geeignet? Darauf gebe ich euch heute eine klare Antwort. Steigeisen brauchen wir immer, wenn der Untergrund pickelharter Schnee oder Eis ist. Das ist aber zu ganz unterschiedlichen Anlässen der Fall. Ihr fragt mich immer wieder mal nach dem richtigen Steigeisenmodell. Und auch wenn ich bei vielen Themen immer wieder sagen muss, das kommt darauf an, bei Steigeisen gibt es großteils tatsächlich ganz klare Antworten, wann welche Steigeisen gut geeignet sind und wann nicht. Also bleibt dran, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Grundsätzlich finden wir in der Front eines Steigeisens einen großen Unterschied. Da gibt es einmal Steigeisen mit Frontalzacken, die vertikal entlang angeordnet sind, und einmal gibt es Frontalzacken, die horizontal verlaufen. Der Unterschied scheint ziemlich geringfügig zu sein. Die Auswirkungen sind aber ziemlich groß für einen so kleinen Unterschied. Aber auch Unterschiede wie ein fixierter Steg oder ein flexibler Steg sind schlichtweg erwähnenswert. Deshalb schauen wir uns kurz mal die klassischen Anwendungsgebiete für die Steigeisen an. Ein Thema, bei dem gerne diskutiert wird, wie sinnvoll Steigeisen überhaupt sind oder ob es nicht auch Grödel und Spikes tun würden. Grundsätzlich geben Steigeisen den besseren Halt, da sie längere und deutlich stabilere Zacken haben. Außerdem sind die Frontalzacken gerade bei steilen Passagen eine Hilfe und vermitteln zusätzliche Sicherheit am steilen Schnee. Grundsätzlich sind also Steigeisen eine gute Option. Hier sind leichte Steigeisen also natürlich praktisch, weshalb Alu hier auch in Frage kommen würde als Material. Aluminiumsteigeisen haben immer dann die Nase vorn, wenn es weder um Steileis noch um Felskontakt geht. Dann sind die Alu-Steigeisen, wie zum Beispiel die Petzl Leopard, ein leichter Begleiter. Bei Hochtouren sind Alu-Steigeisen aber beispielsweise schon wieder oft eine riskante Sache, was aber auch wieder stark von den Bedingungen natürlich abhängt. Bei einer einfachen Hochtour sind die Gletscherpassagen meist sehr flach und die technische Schwierigkeit hält sich grundsätzlich in Grenzen. Damit bleibt in der Regel auch der Steileiskontakt aus. Nichtsdestotrotz können felsige Passagen und vereiste Stellen am Gipfelgrat beispielsweise durchaus Steigeisen fordern, wobei hier Alu eben kein zuverlässiger Begleiter über die lange Zeit wäre. Stahl ist hier gerade bei Felskontakt deutlich robuster und sicherer, aber eben schwerer. Jetzt gibt es hier aber auch schon sehr viele Auswahlmöglichkeiten. 10 Zacken, 12 Zacken, vertikale Frontalzacken, horizontale und so weiter. Für einfache Hochtouren reichen definitiv Steigeisen mit 10 Zacken aus Stahl. Wer nochmal weiter abspecken will, kann theoretisch Front aus Stahl und Fersenteil aus Alu wählen. Die Gewichtsersparnis dadurch hält sich aber eher in Grenzen. Ob 10 oder 12 Zacken kann aber schon mal einen Unterschied von bis zu 120 Gramm machen. Die Idee hinter mehr Zacken ist grundsätzlich ein gleichmäßigerer Stand. Das zusätzliche Zackenpaar füllt vereinfacht gesagt die Lücke zwischen Fersenteil und Frontteil. Wenn man aber Gletscherwanderungen macht, die auf einem vergletscherten Gipfel enden oder nur im Hochsommer bei Schönwetter unterwegs ist, dann werden nach dem Gletscher die Steigeisen in der Regel auch abgenommen. Dadurch ist der Komfort abseits des Eises nur noch zweitrangig und günstigere, leichtere 10-Zacker machen durchaus wieder Sinn. Jedoch soll das kein Appell gegen die 12-Zacker sein. Sie sind komfortabler, im felsigen Gelände sicherer einzusetzen und geben besseren Halt. Das betrifft unangenehme Querungen und auch die Vertikalzackentechnik im steileren Gelände, bei der die Frontalzackentechnik noch nicht Sinn macht. Bei einfachen Hochtouren müsst ihr also abwiegen, wie ihr unterwegs sein wollt und in welchem Ausmaß eure Touren stattfinden. Hochtouren ab dem Schwierigkeitsgrad AD aufwärts haben, zumindest wenn die Schwierigkeit den Gletscher direkt betrifft, oftmals einen Anspruch an den Bergsteiger und seine Fähigkeiten mit Steigeisen umzugehen. Klar ist, ein sehr guter, sicherer und erfahrener Bergsteiger kann auch mit einfachen Steigeisen in schwierigen Situationen zurechtkommen. Aber andererseits, wozu sich das Leben schwerer machen, als es eh schon ist? Deshalb sind bei komplexen Hochtouren Stahlsteigeisen mit 12 Zacken besser. Hier wird es jetzt erstmals mit den Frontalzacken interessant. Denn wenn schwierige Hochtouren im Spätsommer begangen werden, dann ist vor allem mit Blankeis zu rechnen. Im Frühsommer ist vor allem mit Firn zu rechnen. Und hier entscheiden jetzt die Frontalzacken vieles.
Horizontale Frontalzacken schaffen es im Firn, eine stabilere Grundlage für die Stufe, die man schlägt, zu schaffen. Die Frontalzacken bilden keine Angriffsfläche für den Untergrund der Stufe. Vertikale Frontalzacken hingegen haben die unangenehme Eigenschaft, weichere Firnstufen einzuschneiden. Sie bilden nämlich keine Auflagefläche, sondern ganz im Gegenteil, sorgen für leichtes Eindringen auch nach unten hin. Wenn dann der Firn am Nachmittag immer mehr zu Sulz mutiert, dann kann das schon mal zu einem frustrierenden am Standlaufen führen. In der Praxis ist dieser Unterschied nicht immer wirklich präsent. Vor allem auch, weil man ja nicht zwei verschiedene Steigeisen an den Füßen hat und somit auch der Vergleich letztlich fehlt. Trotzdem gibt es eben diverse Gelegenheiten, in denen die horizontalen Frontalzacken besser sind. Jetzt gibt's ein Aber, nämlich wenn blankes, sehr steiles Gletschereis ins Spiel kommt. Je nachdem, wie hart das Eis ist, sind vertikale Frontalzacken praktischer. Horizontale Frontalzacken haben zum einen ein Stabilitätsproblem und auch eine höhere Sprengkraft. Zugegeben, letzterer Punkt ist bei Hochtouren in aller Regel ziemlich irrelevant. Stabiler sind jedenfalls die vertikalen Zacken. Sie sind massiver und nicht so empfindlich, das macht sie in manchen Situationen zum besseren Powerhorse. Außerdem, aber Achtung, das ist jetzt eine persönliche Präferenz, kann man meiner Meinung nach mit vertikalen Zacken besser im steilen Felsgelände klettern, weil man die Zacken etwas präziser platzieren kann. Aber das ist eher ein subjektives Thema. Was man letztlich für die komplexen Hochtouren bevorzugt, hängt vor allem von der Hochtour ab. Jedoch möchte ich anmerken, dass ich bisher keine Hochtour bis zum Schwierigkeitsgrad AD+ erlebt habe, bei der klassische Stahl-12-Zacker nicht einfach ausgereicht hätten. Beim Eisklettern wird's spannend. Das Gletschereis und Toteis, das man in Nordwänden auf hohen 3000ern und 4000ern findet, ist mit klassischen Steigeisen nämlich gar nicht so schlecht zu begehen. Soll nicht heißen, dass es ideal ist, aber wenn man gerade nur 12 Zacker, klassische mit horizontalen Frontalzacken hat, dann reichen die für leichte Nordwandrouten auch. Trotzdem tun sich die vertikalen Frontalzacken und ein fixierter Steg hier insgesamt leichter und liefern etwas mehr Sicherheit. So ein Steigeisen ist aber unterm Strich auch immer eine ganze Stange Geld. Redet man aber übers Eisklettern an Bächen und Wasserfällen, sieht's anders aus. Die vertikalen Frontalzacken dringen deutlich besser in das oftmals sehr empfindliche Eis ein, sie sind stabiler, wenn es zu felsigen Passagen kommt mit dünner Eisauflage und die Eisklettersteigeisen haben zu 99% einen fixierten Steg. Der fixierte Steg hat den Vorteil, dass hier kein Spielraum für Bewegung oder das Verrutschen besteht und somit immer 100% Sicherheit im Spiel ist. Ein flexibler Steg bietet immer ein Restrisiko, eine zusätzliche Fehlerquelle oder eben einen etwas unangenehmen Bewegungsspielraum. Wasserfallklettern ist in Steigeisen mit fixem Steg und angepassten Frontalzacken jedenfalls deutlich einfacher. Außerdem ist auch das erste Vertikalzackenpaar so ausgerichtet, dass es zusätzlich im sehr steilen Gelände unterstützt. Und jetzt zur beliebtesten Frage. Kann man Eisklettersteigeisen auch für Hochtouren verwenden? Ja, eindeutiges Ja. Aber man sollte die Nachteile, die kleinen und großen, beachten und vor allem die Tatsache, dass diese Dinger eine ganze Stange mehr Geld kosten als normale Steigeisen. Die Abnutzung passiert aber natürlich trotzdem, womit eben bei vielen Touren auch viel Geld verbrannt wird, wenn man sich nicht gut um die Steigeisen kümmert. Steigeisen extra nur fürs Eisklettern zu haben, ist jedenfalls ein Luxus, aber einer, der sich vielleicht rechnen kann. Ich persönlich habe lange Zeit meine Hochtouren mit den G22 von Grivel gemacht, reine Steigeisen zum Eisklettern, aber über eine Zeit lang hatte ich eben nichts anderes und für zwei Seasons war es mir dann schließlich egal. Eisklettersteigeisen sind schwerer, sind klobiger, sind nicht so kompakt zu transportieren und haben meist eine schlechtere Performance, wenn es ums Aufstollen von Schnee geht. Das sind Dinge, mit denen muss man dann eben schließlich leben, aber grundsätzlich geht es schon. Umgekehrt, normale Steigeisen haben im Steileis durchaus Nachteile, die sich auf die Performance und auch auf die Sicherheit auswirken können. Einfaches Steileisgehen und einfaches Eisklettern ist damit aber im Rahmen auch noch möglich. Das heißt, die Zielgruppen überschneiden sich in gewisser Weise ein wenig. Trotzdem haben diese Dinger immer einen konkreten Anwendungszweck und den haben wir heute geklärt. Wenn euch das Video geholfen hat, ihr kennt den Text ja mittlerweile auswendig, der nach jedem Video kommt. Hier eingeblendet, Abo etc. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!